Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Stempel, Stanze, Papier. Mein Name ist Ulrike, ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und ihr seid wieder bei einem neuen Projekt bei mir dabei. Ich freue mich, dass ihr da seid. Vielleicht gleich zu Beginn, wenn euch das Video gefällt, gebt mir doch einen Daumen hoch und hinterlasst mir einen netten Kommentar. Das hilft meinem Kanal und ich freue mich total drüber. Ich habe mir ein Scrapbook-Layout heute wieder rausgesucht. Zwei Blätter, 12x12 Inch, das ist eine ganze Menge. Und ich habe Fotos mitgebracht. Die Fotos habe ich mit meinem Canon Selfie Drucker ausgedruckt und ich darf sie euch mal kurz vorstellen. Und zwar war es ein ganz toller Nachmittag wieder. Meine Eltern, das ist mein Papa, meine Mama, das sind meine Kinder, das bin ich, waren da und wir haben zusammen Kaffee getrunken. Meine Eltern kommen zwar regelmäßig bei uns vorbei, einmal die Woche eigentlich. Sie haben ja schon immer auf meine Kinder aufgepasst, aber ich bin dann meistens nicht da, weil ich arbeite. Das heißt, ich freue mich dann, wenn ich sie auch mal sehe. Wir telefonieren sonst sehr viel, aber sehen tue ich sie wirklich tatsächlich eher seltener. Und deshalb haben wir die Chance genutzt und haben mal uns wieder zum Kaffee trinken getroffen. Und wir haben einen ganz leckeren Konditor hier vor Ort in Karlstadt und da holen wir uns immer unseren Lieblingskuchen. Und unsere Prinzregenten ist es, die gab es schon bei meinen Großeltern, dann bei meinen Eltern, bei mir und meine Kinder mögen sie inzwischen auch sehr gerne. Und wir holen die aber beim Konditor, also ich mache die nicht selber. Ich bin kein großer Bäcker. Aber wenn wir sie holen, dann genießen wir das auch. Und diese Bilder möchte ich heute in ein Scrapbook-Layout verwandeln. Und da seid ihr heute dabei. Ich habe mir mal zwei Seiten 12x12 Inch Papier genommen in Grundweiß. Und ich möchte euch jetzt vielleicht ein bisschen mitnehmen, wie ich meine Papiere aussuche, die ich jetzt in meinem Layout verarbeiten möchte. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Entweder ihr habt Accessoires und irgendwelche Dinge, die das den Ton angeben, was eure Farben betreffen, oder ihr guckt einfach auf die Fotos und das habe ich hier jetzt gemacht. Natürlich beim Kaffee bietet sich die Kaffeereihe an. Das heißt, ich werde auf jeden Fall das Kaffeepapier ins Spiel bringen. Ich habe gar nicht mehr viel davon. Das wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Brauntöne, so bläuliche Töne. Ja, da habe ich ein Lieblingspapier, das hole ich gleich. Mach mal die Fotos erst beiseite. Das ist dieses mit diesem Milchschaum. Und ich habe mir überlegt, ich möchte das auf den zwei Seiten fortführen. Ich werde das jetzt auseinanderschneiden und ich lege mir das aber nicht in die Mitte. Ich möchte es ein bisschen verschoben haben. Gucken wir mal, ja, so ungefähr. Das heißt, hier ist ja mein Schlitz. Und dann habe ich hier eine schmälere und da eine etwas breitere Seite. Dann habe ich mir überlegt, meine Mama hat ja, jetzt hole ich die Fotos mal wieder her, so eine tolle grüne Jacke an. So. Und auch bei mir im T-Shirt sind bei dies grün drin und meine Tochter hat so ein Grün an. Und deshalb war klar, ich möchte irgendwie grün haben. In dem Papier gibt es das. Aber mir ist das zu unruhig. Also ich möchte gerne, habe ich mir überlegt, so einen Streifen hier rüber. Mir ist das zu unruhig. Und jetzt bin ich auf die Suche gegangen und habe Papier gefunden, das mir sehr gut dazu gefällt. Und zwar habe ich hier das Papier Landhausglück. Und da gibt es auch so eine grüne Seite. Und die gefällt mir jetzt hier in der Kombination sehr gut. Klar, sie ist auch ein bisschen unruhig, aber ich finde nicht ganz so wie das andere. Also, das heißt, ich werde mir jetzt hier zwei Streifen von dem Papier hier drüber legen. Einmal von hier nach da und dann fortlaufend. Dann läuft das auf dem Papier weiter. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Drehen wir mal um.
Und das auch ein bisschen nach unten verschoben, nicht mittig. Das gefällt mir persönlich besser. Dann habe ich mir überlegt, jetzt müssen wir mal die Fotos verteilen. Also die Fotos, ich habe jetzt hier zwei Fotos von den kleinen. Ich kann euch mal die Maße sagen. Das sind Fotos, die haben ein Maß von circa 7 cm in der Breite und also 6,7 cm in der Höhe. Und ich habe eben zwei in dieser, auf Englisch würde man sagen, Landscape-Ansicht. Und ich habe zwei in der vertikalen Ansicht. Die hätte ich gerne auf dem anderen Layout. Und ich habe noch das große und das würde ich dann wahrscheinlich hier hinsetzen. Und jetzt brauche ich aber noch irgendeine Mattung. Ich habe jetzt hier keinen weißen Rahmen. Das ist ein bisschen größer. Ich hatte das gemessen, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr. Das sind 14 mal 9 cm. Und das muss jetzt irgendeine Unterlage kriegen. Und für mich bietet sich da jetzt weiß an. Das heißt, ich habe jetzt weiße Layout, also zwar weiße Unterlagen, weiße Mattungen gestaltet und habe mir überlegt, einen kleinen weißen Rand. Und ich mag Polaroid-Fotos so gerne. Das heißt, ich habe mir die jetzt so ein bisschen wie ein Polaroid geschnitten, zumindest auf der Seite. Ihr seht unten ein bisschen mehr Rand wie oben. Und das auch, damit das gleich ist. Mir gefällt es ganz gut. Das lässt die Fotos noch mal so ein bisschen aufpoppen. Und dann brauche ich hier natürlich auch welche. Nur da Polaroid, da wären sie mir zu lang. Deshalb habe ich da jetzt überlegt, dass ich da bei denen auf jeden Fall nur die normale Größe mache mit einem kleinen weißen Rand außenrum. So. Und bei dem kann ich wieder passend zu drüben so eine Art Polaroid-Situation machen. Da finde ich, kommen die Fotos gut zur Geltung. Hier oben, wo ich bin, das ist mir ein bisschen, ja, das gefällt mir noch nicht. Und deshalb möchte ich da jetzt noch was Dunkleres drunter bringen, damit das so ein bisschen rauskommt. Und ich bin wieder hier in mein Landhausglück gegangen und da kann man mal gucken. Da gibt es ja viele so wunderschöne Holzoptiken drin mit verschiedensten Farben. Also in heller Holz, aber auch hier so eins mit einem ganz dunklen Holz. Und ich finde, das passt hervorragend zum Beispiel zu dieser Praline, die da ist. Und deshalb habe ich mir da jetzt einen Streifen von diesem Holz geschnitten und den werde ich mir jetzt da drunter setzen. Und ich finde, auf die Art und Weise kriege ich doch die Fotos noch viel stärker kommen, die mir zur Geltung. Ich denke, ich werde hier unten dann ein Fähnchen schneiden oder ja, ich glaube, ich werde ein Fähnchen hier unten draus schneiden. Ich finde das jetzt hier, das ist mir zu massiv dann. Also da unten werde ich sicher was einkürzen. Und jetzt habe ich hier dieses Holz, aber auf der Seite, also hier ist ja die Hälfte, habe ich nichts. Ich überlege mir die ganze Zeit, ob es schön wäre, hier noch so einen schmalen Streifen von dem Holz drunter zu setzen. Dann hätte ich hier von dem Holz und hier. Und ich glaube, das werde ich auch machen. Das gefällt mir so. Ja. Und dann habe ich, denke ich, schon mal meine Grundausstattung geschafft. Ich werde jetzt off-Kamera erstmal die
ganzen Fotos aufkleben. Ich werde auch einen Teil der Mattungen schon mal so ein bisschen fixieren, dass sie mir nicht ständig verrutschen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe noch nicht alles aufgeklebt, weil als ich mir das jetzt so zurechtgeschnitten habe, ich habe mir dieses große Papier 12x12 Inch zurechtgeschnitten und habe mir hier 12,5 cm in der Breite weggeschnitten. Und ich hätte doch gern noch einen Rahmen außenrum, habe ich mir überlegt. Jetzt habe ich gedacht, wir haben ja auch so Kaffee und das ist auch so ein bisschen Vanille mit drin, finde ich. Weil so einen ganz hellen Ton, den haben wir ja nicht, aber wir haben Vanille pur. Und ich werde mir einen klitzekleinen Rahmen Vanille pur hier außenrum machen. Das heißt, ich nehme mir jetzt hier Vanille pur 12x12 Inch. Der wird drunter kommen und ich möchte nur so einen ganz klitzekleinen Rahmen, also maximal so ungefähr. Seht ihr das? So einen ganz kleinen Rahmen und ich möchte den auch nur hier, hier und hier, also hier unten. Hier in der Mitte will ich das nicht haben. Wie groß ist denn der jetzt? Das sind weniger wie 0,5 cm. Damit ich nicht so viel Papier verschwende, werde ich mir, weil ich ja nur so einen klitzekleinen Rahmen will, werde ich mir hier jetzt einmal anlegen bei 2 cm. Und ich schneide jetzt von oben bis circa 28,5 cm. Dann drehe ich das, lege wieder bei 2 cm an. Das muss an den Kanten auch nicht unbedingt zusammenstoßen. Gehe jetzt hier auch wieder auf 28,5 und dann nochmal 2 cm. Und schneide mir das jetzt ab und den werde ich mir jetzt unterlegen. Das heißt, ich kürze mir jetzt meinen weißen Farbkarton erstmal ein und ich nehme jetzt einen Rand von 0,4, also 0,4 oben und unten. Das heißt, ich habe einmal 0,8 zu kürzen. Und dann drehe ich das um 90 Grad und kürze um 0,4 cm. Dann habe ich meinen Rahmen, den klebe ich mir unter. Müsste jetzt einen gleichmäßigen Rand haben. Genau, das trifft hier wieder zusammen. Und kann das mir dann entsprechend fixieren. Das gleiche mache ich jetzt mit dem anderen auch. Und ich muss auch das natürlich um 0,4 kürzen, weil ich ja die Höhe eingekürzt habe. Das mache ich jetzt alles. So, geschafft. Ich habe noch etwas gemacht und zwar, ihr seht hier die Ränder. Damit die noch ein bisschen mehr sich von dem weißen Hintergrund abheben, habe ich die mit Espresso außenrum geinkt. Ganz vorsichtig, eine kleine Geschichte. Und ich habe auch diese Paneele nur bis zu dem kleinen Streifen Vanille pur geklebt, um eben diesen Rand beizubehalten. Genauso das lange und ich habe mir das Fähnchen geschnitten. Ich werde also jetzt hier im Prinzip dann meine Bilder auflegen. Was mir aktuell nicht so zusagt, ist, ich habe hier an den Ecken sehr große weiße Ränder. Das hätte mir vorher auffallen können. Ich möchte da gern ein bisschen was stempeln. Jetzt muss ich da diesen, weil ich nicht auf den vanillefarbenen Rand stempeln möchte, habe ich mir Kopierpapier geschnitten. Und das lege ich mir jetzt an, das mache ich aber jetzt Blatt für Blatt. Ich werde jetzt zum Stempeln natürlich das passende Stempelset nehmen. Wenn ihr euch wundert,
dass ich da jetzt das Stempelset in Englisch habe. Ja, das liegt an meiner Schusslichkeit. Ich habe es nicht falsch bestellt, sondern ich habe es extra bestellt. Ich habe nämlich einen Stempel verloren, nämlich diesen kleinen Stempel. Und das kann ich nun mal gar nicht leiden. Und ausgerechnet die einzelne Kaffeebohne. Und deshalb habe ich mir das Ganze nochmal bestellt. Und weil ich das nicht zweimal in Deutsch haben wollte, habe ich mir gedacht, bestelle ich mir das Ganze einmal in Englisch. Ja, und jetzt habe ich zwei Stempelsets. Ich nehme mir jetzt einmal heraus diesen Kaffeering und ich nehme mir das Stempelkissen in Pekanuss. Jetzt muss ich das mal ein bisschen festhalten. Und ich hatte mir gedacht, dass ich einmal hier um die Kurve rumstemple. So. Und dann nehme ich mir noch diese Kaffeeflecken und ich mache das trotzdem noch mal in Pekanuss und stempel mir die jetzt einfach rein. Und das finde ich sieht sehr schön aus und das gleiche mache ich jetzt bei dem anderen Karton auch und ja, dann gucken wir mal, wie es aussieht. So gefällt mir das jetzt schon sehr gut. Jetzt habe ich hier oben nicht mehr ganz große weiße Flächen. Und jetzt legen wir uns nochmal die Fotos auf. Was fällt uns auf? Also erstmal habe ich hier eine freie Fläche, die wäre ideal fürs Journaling. Meine großen Cluster mit Deko möchte ich, denke ich, hier haben. Hier unten würde es sich anbieten und hier würde es sich was anbieten. Dann hätten wir wieder so ein Dreieck. Und vielleicht mache ich da noch ein bisschen was hin und hier unten. Ich habe noch keinen großen Spruch. Ich werde mir jetzt aber erstmal, ich überlege gerade, was ich zuerst mache. Ich glaube, ich mache mir erstmal hier mein Journaling zurecht. Dazu habe ich mir überlegt, dass ich nochmal was Weißes nehme und ich habe das gefunden. Jetzt werdet ihr sagen, wo habt ihr das denn her? Das habe ich aus einem besonderen Mix und Match Set. Und zwar sind das diese hier. Etiketten, Blumen, das sind nochmal Blumen, Sprüche. Und aus den Etiketten habe ich das gefunden. Und das passt so super hier in die Farben rein, dass ich gedacht habe, das wäre ideales Journaling. Was mir nicht gefällt ist, dass das jetzt hier länger ist. Das muss ich anpassen. Ich denke, ich werde es so lassen, damit ich auch noch ein bisschen Platz habe zum Schreiben. Und aus dem Sprüche-Mix-Set habe ich, also aus diesem hier, wie heißt das denn eigentlich? Schnelle Sprüche. Habe ich Danke, dass ich immer auf dich, das müsste ich eigentlich auf euch zählen kann. Aber wenn ich jeden Einzelnen anspreche, wir haben die besten Großeltern der Welt. Und immer wenn was war oder wenn heute noch was ist, sie sind da, sie sind zur Stelle. Und deshalb möchte ich das unbedingt hier mit reinsetzen. Das heißt, ich klebe mir das jetzt gerade mal auf. Hier unten soll jetzt mein großer Text hin. Dazu habe ich mir jetzt überlegt, nochmal bunt ist mir zu viel, ich nehme Farbkarton. Und ich bin mal in meine Farbkartons gegangen, habe überlegt, welche Farben passen hier zu meinen Fotos. Ich habe mir herausgesucht Blütenrosa. Ich habe mir passend zu Mama Glücksgrün. Passend zu mir und auch meiner Tochter, die auch ein bisschen rosa, Rosé. Passend natürlich zum Layout die beiden Brauntöne. Und ich finde, das gibt eine ganz tolle Kombo, die sich sehr gut hier mit dem Layout ergänzt. Ich habe mir jetzt hier verschiedene Rechtecke rausgeschnitten. Mal gucken, die könnte sein, dass ich die noch mal kürzen werde. Das werde ich auch tun.
Ich habe jetzt hier eben verschiedene Farben und dann könnte ich mir die jetzt mal hier unten so Color Blocking mäßig anordnen. Bisschen Abstand zu den Fotos. Und ich glaube, ich werde mir noch mal einen halben Zentimeter auf jeden Fall einkürzen. Ich habe mir jetzt die gekürzt auf 4 cm mal 6,2. Ich denke, das ist ganz gut so. Und da habe ich jetzt Platz, um meine Buchstaben drauf zu bringen. Und ich habe mir überlegt, ich habe aus den Stanzformen, die heißen angesagtes Alphabet. Die habe ich mir ganz neu zugelegt. Das sind diese ganz schmalen Stanzformen. Habe ich mir Buchstaben ausgestanzt und habe die mit den Klebebögen hinterlegt, weil die wollte ich jetzt nicht festkleben. Das gibt immer eine Sauerei. Und ich habe mir folgende Buchstaben ausgestanzt. Das Wort Family. Ich finde das ganz schön, weil Familie, das klingt immer so ein bisschen altbacken. Also bei mir heißt das Family. Und mir fehlt da aber noch was. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Nämlich, ich habe ein neues Stempelset und das möchte ich euch gern vorführen. Mein neues Stempelset heißt Sortierte Grüße, stammt aus dem aktuellen Jahreskatalog und ich habe mir das mit der Handstanze besorgt. Das ist was Besonderes. Ihr könnt da nämlich wählen zwischen Handstanze und Stanzformen. Aber für Tabs finde ich eine Handstanze für mich persönlich besser. Und ich habe ja Blumen an und meine Tochter hat ja auch so was Blumiges an und da gibt es so ein bisschen was mit Blumen. Und diesen Tab möchte ich benutzen. Ich nehme mir mal grundweißen Farbkarton und ich brauche das Stempelkissen in Calypso. Na? Das habe ich ja auch als Farbkarton und ich stempel mir das jetzt einmal auf. Dann nehme ich meine Handstanze, gehe rein und stanze mir das aus. Dann habe ich diesen schönen Tab, aber der ist mir natürlich zu groß. Das heißt, ich werde mir den auseinanderschneiden. Das funktioniert eigentlich ganz gut. So, und dann habe ich zwei Dekorationselemente, die ich jetzt gleich hier einbringen werde. Also, ich werde jetzt das immer farblich gleich machen. Also das kommt auf die andere Seite und das werde ich mir jetzt hier aufsetzen. Und ich finde, das macht nochmal, es lockert etwas auf. Und ich habe mir das jetzt inzwischen in jeder Farbe ausgestanzt, die hier liegt. Das heißt, ich werde mir die jetzt alle so drunter setzen, werde alle Buchstaben aufkleben. Das mache ich außerhalb der Kamera. Ich habe ja, wie gesagt, Klebebögen dahinter. Ich musste es nur abziehen. Das wird aufgeklebt und insgesamt kommt das dann hier auf mein Layout. Ich überlege mir noch in der Zwischenzeit, ob ich das eventuell erhaben aufklebe. Das muss ich erst mal schauen. Das weiß ich noch nicht. Mal gucken, ob ich das mache oder ob ich einfach noch eine Lage extra starken Fotokarton dahinter mache, den ich nicht sehe, aber auch dadurch bringt es mir diese Family ein bisschen nach oben. Mal gucken. So, das habe ich jetzt mit Hilfe meines T-Lineals aufgeklebt und ich habe hier außenrum nochmal geinkt, wem das nicht gefällt. Also ich mag inken, ich mag es auch, wenn so ein bisschen dusty aussieht, also ein bisschen grungy aussieht. Wer das nicht mag, der soll es einfach weglassen. Ne? Also ich mag das und ja, ich finde, es sieht total schön aus. Ich habe es tatsächlich jetzt auf eine Lage extra starken weißen Farbkarton aufgeklebt. Dadurch habe ich das Kleben und dass es alles schön gerade wird, auch ein bisschen einfacher. Ich werde mir das jetzt hier, denke ich, in die Mitte reinkleben. Ich möchte hier noch ein Element
dabei haben. Und da werde ich sicher wieder einen Kreis einsetzen, weil dann hebt sich das ab. Und ich habe mir aus dem Kaffeepapier, da gibt es so ein Papier mit diesen wunderschönen Klecksen, da habe ich mir schon verschiedene Größen von Kreisen ausgestanzt. Und einer soll auf jeden Fall hierher. Und da soll auch noch was drauf. Also ich denke, so ist es von der Position ganz gut. Das heißt, ich werde mir das jetzt einmal aufkleben. Und da möchte ich natürlich jetzt auch dieses wiederholen. Ich habe mir jetzt hier die Farben nochmal zurechtgeschnitten in der gleichen Größe wie diese und habe die mir jetzt mal hier drunter geschoben. Mir ist das zu viel. Ist mir zu groß, auch wenn ich da jetzt noch ein Cluster drauf setze. Ich glaube, ich lasse das weg. Ich habe das Problem, ich habe jetzt das Wort Kaffee mit 4 Buchstaben auf Englisch. Das heißt, das unterste ist nicht besetzt oder das oberste. Ich werde das unterste nicht besetzen, weil ich ja hier einen Cluster drauf mache. Rutsche noch ein Stückchen nach unten und dann werden wir das mit der Deko irgendwie da integrieren. Das werde ich mir so aufkleben. Die müssen ein Stück nach innen in die Mitte. Und jetzt habe ich mir, da liegt schon eins, das zweite Teil. Und ich habe mir gedacht, dass ich mir das hier drunter schiebe, genau gegenüber von dem hier. So. Und das mache ich jetzt mal mit den ganzen Farben. Das Problem ist hier die Mitte, denn da ist ein Loch. Ich glaube, ich werde mir das noch mal größer schneiden, dass das bis hier rüber geht. Da habe ich sogar noch ein größeres Stück. Aber reicht das? Das reicht nicht ganz. Muss ich noch ein bisschen größer schneiden? Da brauche ich noch mal ein paar Millimeter mehr. Und dann schiebe ich mir die so da drunter der Reihe nach. Und dann glaube ich, sieht das ganz nett aus. Also ich habe das jetzt mal so aufgeklebt und jetzt werde ich mir da, da habe ich ein bisschen geschmoddert, aber das ist nicht schlimm, da kommt ja jetzt hier gleich mein Foto drauf. Das heißt, das klebe ich mir jetzt, obwohl das kann man auch mit Flüssigkleber machen. Das klebe ich mir einmal links an, einmal rechts an. So, ich habe mir das Ganze jetzt hier einmal aufgeklebt und jetzt kommen die Buchstaben drauf. Ich klebe das ganz gern immer quer. Da fällt mir ein, ich wollte das ja auch wieder inken, weil ich das ja auf der anderen Seite auch gemacht habe. Das heißt, ich gehe jetzt hier, da ist Espresso dran, einfach mal vorsichtig drüber und inke mir das auch. Und jetzt möchte ich die Buchstaben drauf haben. Das heißt, ein C, dann habe ich das A. Dann habe ich das F und dann habe ich das E. Ich nehme das ganz gern quer und immer mein T-Lineal dazu. Ich werde mir das jetzt hier anlegen. Denke so und klebe mir jetzt da dann die Buchstaben an. Ich will euch einmal einen Buchstaben zeigen. Ich hoffe, ich rutsche jetzt nicht aus dem Bild raus. Und zwar habe ich ja da diese Folie hintergeklebt und anschließend das ausgestanzt. Und mit einem spitzen Gegenstand kann man sich das sehr schön ablösen. Und dann nehme ich mir eine Pinzette. Schaue jetzt, dass mein Lineal
gerade liegt. Gehe jetzt hier einfach an den Rand, klebe mir das auf. Und so mache ich das der Reihe nach runter. So, und dann kann ich mir das hier draufsetzen. Ich werde hier einen kleinen braunen Rand lassen, nach unten mehr Platz, weil ich da ja noch Deko draufbringen möchte. Und jetzt kommt die Deko und da habe ich mir viel vorbereitet, weil das würde den Rahmen sprengen. Ich habe mir aus dem koordinierenden Stempelset natürlich schon einiges aufgestempelt, ausgestanzt, ausgemalt. Und habe mir auch aus dem Designerpapier schon ein bisschen was raus. Das ist jetzt hier alles in meiner Schüssel. Und ich beginne jetzt mal mit der rechten Seite. Die linke Seite schiebe ich mal ein bisschen zur Seite. Und ich habe mir aus dem passenden Stempelset diese größeren Kreise ausgeschnitten. Das ist jetzt natürlich viel zu groß. Das werde ich mir jetzt gerade mal ein bisschen einkürzen. Sowas werfe ich in der Regel nicht weg. Das kann man vielleicht noch mal für ein anderes Projekt gebrauchen. Schauen wir mal, ob das nicht noch zu groß ist. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ich möchte eine Unterlage haben für meine Dekoration. Das hier kommt dahin. Da glaube ich, muss ich nichts wegschneiden. Da kann ich noch unterschieben. Das werde ich dahin machen. Und hier oben soll auch noch was hin. Für diesen Kreis, das soll mein großer Cluster werden, möchte ich jetzt folgende Sachen haben. Ich habe mir fertig gemacht, wenn ich es denn finde. Einmal zwei Tassen, passend zu den Farben. Das ist Babyrosa mit Rosé koloriert und aus dem Papier. Mit der passenden Stanzform, da gibt es eine für diesen Kaffeeinhalt, habe ich das ausgestanzt und eingesetzt. Das hier ist Südseesommer, dann in der Mitte dunkler werdend, Glücksgrün, hell und dunkel und am Ende noch Tannengrün. Das ist übrigens gestempelt in Petunienpink und das ist gestempelt in Tannengrün. So, damit ich das alles noch zusammenbringe hier. Und ich möchte gerne jetzt die hier reinsetzen. So. Und ich glaube, ich muss noch ein Stückchen abschneiden. Das ist mir noch zu viel. Da schaut mir noch zu viel raus. Das kürze ich gerade noch. So ist das schon besser. Und wie gesagt, das soll da drauf, das soll hier drauf. Dann möchte ich gerne, ich habe mir koloriert und gestempelt dieses. Hier innen habe ich mit Elfenbein gemalt. Das setzen wir uns noch dahin. Und jetzt möchte ich aber gerne da noch ein bisschen Blumen reinbekommen, weil ich habe Blumen an, meine Tochter hat Blumen an. Und da habe ich jetzt wieder zu unserem Mix and Match gegriffen. Und in diesen Blumen hier habe ich rausgenommen das hier. Das finde ich sehr, sehr schön. Das würde ich mir gerne hier drunter setzen. Dann habe ich mir rausgenommen diese Blüte, die finde ich auch wahnsinnig schön dazu. Gucken wir mal. Die setzen wir uns hier drunter. Dann habe ich rausgenommen aus dem Mix and Match das. Und ich finde, das ist toll, weil das einfach so schnell und schön geht, dass man hier sich Blätter etc. drunter setzt. Also ich mag das sehr gerne. Und ich habe mir jetzt aus Vanille pur, und da greife ich den Rand wieder auf, habe ich mir einmal diese Tasse ausgestanzt. Die gibt es übrigens in zwei Richtungen. Ich nehme jetzt diese hier. Da habe ich auch die mit den passenden Stanzformen den Kaffee reingesetzt. Das werden wir uns jetzt hier drauf setzen. Und da werde ich manche Dinge, gerade das und das, sicher 3D aufsetzen. Und die setze ich mir jetzt mal hier drunter.
So, jetzt habe ich den Cluster schon mal fertig. Der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Was ich gucken werde, ob ich den eventuell, wie ich den positioniere, ob ich da noch ein Stückchen rüber gehe vielleicht. Wahrscheinlich werde ich das machen. Mal gucken. Das kann ich noch verschieben. Dann möchte ich hier noch was haben. Und da habe ich mir aus diesen, aus dem Set Etiketten, Zierelemente-Mix-Etiketten, habe ich mir einmal dieses Etikett ausgesucht und dieses, weil ich finde, die Farben passen recht gut zu meinen Sachen. Und jetzt möchte ich mir das hier in die Ecke hier oben setzen. Und da könnte ich mir jetzt auch nochmal eine Tasse draufsetzen. Die stammt aus dem Designerpapier, das habe ich mir ausgestanzt. Aber ich glaube, da werde ich noch den braunen Rand abschneiden. Und dann werde ich da nochmal das Vanille pur reinbringen. Da habe ich noch eine Tasse. Und ich glaube, die setze ich mir jetzt einfach hier noch mit rein. So, damit ist meine Ecke da oben gefüllt. Was ich hier jetzt gerne noch hätte, und ich glaube, da ist noch mir ein bisschen ein Loch, und ich habe aus diesem Sprüche-Mix, schnelle Sprüche, da habe ich solche Ausstanzungen wie das da. Das ist aber die falsche Farbe und es gibt da ein mit Liebe und das finde ich toll. Und das möchte ich jetzt genau hier haben. So ein bisschen an verankert mit diesem Grün, da gehe ich so ein bisschen rein und das setze ich mir jetzt genau dahin, weil mir das gefällt. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, am besten nehme ich mir so ein kleines, wenn es nicht verstopft ist. Nein, kommt raus. Und da muss ich jetzt sorgfältig arbeiten, sonst quillt mir das alles raus. Gehen wir noch hier unten hin. Auch da möchte ich jetzt noch mal eine Tasse aufkleben. Das soll aber jetzt nicht so aufwendig sein und ich möchte gerne diese Farbe Calypso noch mal aufnehmen. Deshalb habe ich mir aus dem Designerpapier das ausgeschnitten. Und auch hier denke ich, würde sich so eine Tasse noch ganz gut machen. Das klebe ich jetzt einfach einmal auf. Und dann möchte ich mir noch ein paar Kaffeebohnen aufkleben. Ich habe mir aus einem Blatt von dem Designerpapier mit den passenden Stanzformen, habe ich mir jetzt hier Kaffeebohnen ausgestanzt. Und die verteile ich mir jetzt einfach. Es gibt da so Gruppierungen von Kaffeebohnen. Und es gibt auch einzelne Kaffeebohnen. Ich habe noch was in den Stickern gefunden, nämlich dieses, du bist die Sahne auf meinem Kuchen. Ich finde das putzig und alle diese Menschen, die da sind, die sind für mich so die Sahne im Leben, also sprich das Beste im Leben. Und ich hatte mir überlegt, ob ich das vielleicht nochmal hier hinsetze. Aber es würde vielleicht auch hier drüben passen, deshalb warte ich da jetzt gerade nochmal, bis ich weiß, was ich machen möchte. Und ich überlege mir nachher, ob ich eventuell dann hier so in der Diagonale hier nochmal eine Kaffeebohne oder ein, zwei Kaffeebohnen aufsetze, weil ich da so ein bisschen dunkler geworden bin vom Inken. Und das werde ich jetzt auch machen. Setze ich mir jetzt mal ganz schnell hier eine Kaffeebohne auf. Und dann bin ich mit dieser Seite schon sehr zufrieden. Ich mag sie. Da wird noch ein Journaling drauf kommen. Das mache ich nachher noch. Und mir gefällt das wirklich sehr gut. Und ich mag auch, dass ich hier die ein oder andere freie Fläche habe, weil ja doch sehr viel los ist auf dem Layout. Wir werden uns gleich um die andere Seite kümmern. So, meine Lieben, das nenne ich jetzt Pleiten, Pech und Pannen, aber wir reden ganz kurz drüber, was ich gemacht habe. Meine Kamera hat jetzt gerade nicht aufgenommen.
Ich habe jetzt gerade hier noch ein Cluster geklebt. Im Prinzip genau das gleiche wie auf der anderen Seite. Ich habe mir den Kreis genommen, habe mir den wieder aus dem Designerpapier ausgeschnitten, habe mir zwei Tassen aufgeklebt, habe mir die 3D aufgeklebt, das ist wieder aus dem Designerpapier ausgestanzt und das hier ist wieder aus diesem super tollen Set mit den Blüten. Und das kann ich euch echt empfehlen. Man hat so schnell letztendlich eine schöne Dekoration. Und hier habe ich mich für die Erdbeeren hier entschieden. Die habe ich allerdings versteckt, die wollte ich jetzt nicht. Und habe die Blüten hier rausgucken lassen. Und aus dem Sprüche-Set, da gibt es ja wie gesagt diese Stanzformen. Und da habe ich mir noch das so toll hier aufgeklebt. Ja, mehr ist gerade nicht passiert. Und jetzt mache ich noch den Rest der Deko. Ich habe mir überlegt, dass ich hier unten vielleicht noch diesen Spruch möchte. Wenn ihr euch fragt, wo der her ist, wir hatten im letzten Mini-Katalog so Karten mit diesen Schmetterlingen und da waren diese Sprüche und da habe ich mir gerade das Wonderful abgeschnitten. Und da würde ich gerne wahrscheinlich jetzt hier noch eine Tasse reinsetzen. Und ich denke, auch das wäre noch eine Option, das hier mit in die Ecke zu setzen. Und ich glaube, hier verzichte ich auf einen zweiten dunklen Kreis. Wir haben ja dieses dunkle Band hier drunter. Dann auf der Seite möchte ich, da ist es schon dunkel, eine Tasse. Dann habe ich hier nochmal eine Tasse gemacht. Von oben in dem Grün. Dann möchte ich auf jeden Fall Grün drunter haben und eine Blüte nochmal. Dann könnte man hier noch eine Tasse aufsetzen. Das könnte man wieder 3D machen. Oder in dem Fall könnte man sie auch ein bisschen drunter schieben. Obwohl, obendrauf gefällt sie mir ganz gut. Nee, lieber unten drunter. Vielleicht sogar eben hinter das Grünzeug. Und dann hätte ich da gerne noch eine weitere Tasse in diesem Rotton, also in diesem Kalypso. So in etwa. Und dann werde ich das hier mal aufkleben. Ich finde diese Seite perfekt, so wie sie ist. Das heißt, ich habe noch diesen Spruch mit dem Kuchen. Und ich will den unbedingt drauf haben. Das heißt, ich werde mir den jetzt hier 3D noch draufsetzen. Und jetzt denke ich und hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe, was ich draufbringen wollte. Ich zeige euch jetzt nochmal die Layouts, wie ich sie gestaltet habe. Wie gesagt, da fehlt noch mein Journaling. Ich habe also jetzt hier oben meinen Spruch, mein Cluster, hier unten die Family-Zeit und auf dem anderen finde ich auch sehr schön mit diesem Streifen, hier unten mein Cluster, hier ist mein zweites Cluster, so toll und auch das hier unten gefällt mir wahnsinnig gut und damit ist mein neues Projekt, mein Double Page, ich gehe noch mal ein Stückchen ran, ja, so passt es einigermaßen, mein Double Page Layout fertig. Ich hoffe, ihr habt Inspiration mitgenommen. Vielleicht ist es auch was für euch und ihr habt Spaß dran. Alle Sachen, die ich benutzt habe, werde ich verlinken. Und zwar entweder schreibe ich es in den Text rein, als Text ins Video oder ich setze euch alle Produkte unten hin. Ich freue mich, wenn ihr eure Produkte über mich kauft. Geht doch einfach auf meine Website. Dort gibt es eine Möglichkeit zu bestellen. Ihr könnt natürlich auch bei mir eine E-Mail schreiben. E-Mail-Adresse ist auch hier unten unter dem Video.
Und wir sehen uns beim nächsten Scrapbook-Layout. Und ja, wie gesagt, für mich jetzt eine ganz tolle neue Möglichkeit und ich liebe es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!